Wir sind doch beschlussfähig, oder? Oder müssen wir auf Joachim Guten warten? Morgen, liebe Fraktion. Wir haben 10.03 Uhr. Wir sind beschlussfähig und dementsprechend starten wir mit unserer heutigen Fraktionssitzung. Wir kommen zu Top Nummer 1, Abstimmung über nicht öffentliche Teile. Wir haben drei Teile, die beantragt sind. Es geht einmal um ein Bewerbungsverfahren, es geht um Personal und es geht um eine Sache, die in den Mails von Dietmar steht. Gibt es Klärungsbedarf oder können wir die en bloc abstimmen? Gibt's Frank? Hoppla. Ist die Verfahrensfrage von mir dann damit eingeschlossen? Die ich heute... Als gehört das dazu für den Bereich? Ja. Ja, dann ist das dann nicht eingeschlossen. Ja. Okay. Gut, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann möchte ich die nicht öffentlichen Teile komplett abstimmen. Wer ist dafür, dass wir diese nicht öffentlichen Teile haben? Dann bitte ich um das Handzeichen. Das ist einstimmig. Vielen Dank. Wir werden, wenn es dort keinen Widerspruch gibt, wie immer den nicht öffentlichen Teil nach der Pause um 11.45 Uhr haben. Wir kommen zu Top Nummer 2, Bericht des Vorstandes. Und da gibt es dann mal wieder einen Bericht von der Presse als erstes. Ingo, bitte. Schönen guten Morgen. Ja, Punkt 1, ich bin wieder da. Yeah. Punkt 2, wir machen heute unsere Plenarübersicht. Wir haben, respektive der Jens hat in meiner Abwesenheit fleißig gearbeitet und die Anträge entsprechend zusammengefasst. Die Texte werde ich gleich verteilen an die jeweils Antragstellenden mit der Bitte, mir das noch im Laufe dieser Fraktionssitzung zurückzugeben, signiert und unterschrieben, sodass wir dann heute Mittag gegen 13 Uhr die Plenarübersicht rausschicken können. Ansonsten beschäftigen wir uns in den nächsten Tagen mit den Plenarsitzungen. Und am Freitag ist, wenn mein Kalender mich nicht angelogen hat, Online-Fraktionssitzung. Das ist auch immer noch so. Ja? Die ist nicht verschoben, verändert, gedönst geworden. Gut. Dann werden wir das jetzt in diesen Tagen auch noch kommunizieren, sodass wir dann in der Mumble-Welt entsprechende Zuschauer und Beteiligte finden. Ansonsten war es das. Danke. Danke, Ingo. Dann macht der Nico jetzt bitte weiter mit dem Bericht des Vorstandes. Ja, vielen Dank. Wir haben es natürlich gestern in der Vorstandssitzung auch mit der Plenarphase beschäftigt, haben da über die aktuelle Stunde beraten und hatten da einen Antrag zur Parteispendenproblematik um die Evonik AG dann verabschiedet, die, wie ihr vielleicht dem Mailverkehr entnommen habt, nicht angenommen wurde, leider vom Präsidium. Von der Präsidentin. Von der Präsidentin. Aus Gründen mangelnder Aktualität, aber gut, dann läuft das Thema, läuft uns nicht weg, denke ich mal. Dann haben wir, kann ich darüber berichten, über, also erstmal auch nochmal herzlich zurück, Ingo, dass wir jetzt wieder eine gut besetzte Pressestelle haben, beziehungsweise ganz so gut, ist noch nicht besetzt, weil wir kümmern uns da auch noch um das Ausschreibungsverfahren. Ja? Da sollte jetzt bald kurzfristig die Stellenausschreibung dann auch rausgehen. Bei der IT-Situation laufen die Bewerbungsgespräche schon. Zwei haben gestern stattgefunden, sodass wir da auch zuversichtlich sind, in der Hinsicht uns bald personell verstärken zu können. Ja, und dann ging es doch um die ansonsten laufen noch die Vorbereitungen zur Generalfraktionsklausur weiterhin auf Hochtouren, möchte ich das mal nennen. Aber da ist Oliver der federführende Mann. Ja, ansonsten Blick ins Vorstandsprotokoll, wenn sonst noch was interessiert. Ansonsten möchte ich das jetzt an der Stelle beenden und nicht noch mehr in die Länge ziehen. Danke. Zwei Wortmeldungen, erst der Daniel und dann der Ingo. Ähm,
Ich wollte nur einmal nachhaken bei der Ausschreibung für die Pressestelle, ob ihr da, ich habe das Vorstandsprotokoll noch nicht gelesen, deswegen muss ich leider fragen. Wie ist da jetzt der Stand der Dinge? Also, weil da musste ja, glaube ich, nur noch, da ging es ja noch um die Printanzeige. Genau, das Haken. War der Haken. Okay. Ich wollte nur fragen, weil ich dann da an der Stelle ja raus bin. Alles gut. Ingo? Ich wollte nur sicherstellen, dass ich meine E-Mails noch nichts überlesen habe. Es waren 1129 Stück gestern. Muss ich jetzt irgendwas tun im Sinne von Stellenausschreibungen, Anzeige setzen, weiterleiten, online stellen? Also, ach, wir reden. Gut, machen wir so. So, ich sehe keine Daniel auch nicht. Okay, keine weiteren Wortmeldungen. So, schön. Dann kommen wir jetzt zu Top 3, die Vorbereitung des nächsten Plenums. Da gibt es noch Änderungsanträge und Entschließungsanträge. Und zwar zunächst Entschließungsantrag zu dem CDU-Antrag Neustart in der Wissenschaftspolitik. Wer möchte da was zu sagen oder können wir das auch direkt abstimmen? Oliver. Gut, es gibt gleich zwei Anträge im Block 2 zum Thema Wissenschaftspolitik beziehungsweise eigentlich eine Erweiterung des Themas Rektorengehälter, die aufgrund unserer kleinen Anfrage dann geleakt wurden, wenn man das mal so kurz zusammenfassen darf. Und ja, dem müssen wir einfach was entgegensetzen. Wir haben gestern im AK3 das auch schon mal sehr ausführlich besprochen und wollen diesen Entschließungsantrag hier jetzt zur Abstimmung stellen. Der AK3 hatte keine weiteren Einwände dazu. Gut, dann können wir den Entschließungsantrag abstimmen. Wer ist dafür, dass wir den so einbringen? Dann bitte ich um das Handzeichen. Das ist einstimmig. Vielen Dank. Dann kommen wir zum nächsten. Das ist ein Änderungsantrag zu dem CDU-Antrag. Landesregierung muss beim Landesentwicklungsplan Transparenz herstellen. Ich nochmal. Diesmal hatten wir das gestern im AK4. Allerdings hatten wir im AK4... Also ich erkläre ganz kurz, worum es geht. Der Landesentwicklungsplan hat ganz viele Stellungnahmen erbracht, ungefähr so einen Stapel, wenn nicht noch höher. Und diese Stellungnahmen sind einerseits Ursprung dessen, dass die FDP einen sehr langen Antrag gemacht hat, wo alle möglichen Stellungnahmen praktisch aufgelistet sind. Und andererseits die CDU einen Antrag gemacht hat, diese Stellungnahmen sind unverzüglich zu veröffentlichen. Die CDU hat allerdings den nächsten Werktag als Frist gesetzt. Das fanden wir ein bisschen zu knapp. Also die Landesregierung soll am nächsten Werktag die Stellungnahmen veröffentlichen. Deshalb haben wir einen Änderungsantrag gemacht, um noch 2 Wochen draufzuschlagen und noch die barrierefreie und freie Veröffentlichung im Internet zu verlangen. Allerdings generell erstmal und außerdem aus der Begründung der CDU die sehr polemischen Sachen rauszustreichen, die uns auch so nicht passen. Aber insgesamt ist zwar der CDU-Antrag unterstützenswert, die Stellungnahmen so schnell wie möglich zu veröffentlichen, aber also am nächsten Werktag finden wir doch einfach nur unrealistisch, da kann man einfach ja nicht zustimmen. Deshalb haben wir diesen Antrag gemacht, aber diesen Änderungsantrag, weil auch LEP ja ein wichtiges Thema ist, was uns noch weiter begleiten wird, aber wir haben gestern gehört gehabt, ach, die Landesregierung will die Stellungnahmen schon veröffentlichen im AK, und zwar bis Ende dieser Woche. Dann allerdings haben wir festgestellt, die will nicht die Stellungnahmen alle veröffentlichen, sondern nur die sie bereits eingepflegt haben. Na, das ist ja dann doch keine Neuigkeit. Deshalb doch jetzt dieser Antrag. Ich hoffe, ich habe es ausreichend erklärt. Und auch die Entwicklung von gestern zu heute. Gut, keine weiteren Wortmeldungen, dann können wir das abstimmen. Wer ist dafür, dass wir diesen Änderungsantrag so einbringen? Dann bitte ich um das Handzeichen.
Das ist einstimmig. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zu dem gemeinsamen Antrag zur Gedenkfeier in der Kolbstraße. Ich habe den gestern rumgeschickt. Danach gab es jetzt noch zweimal minimale redaktionelle Änderungen, die letzte heute um 9.35 Uhr. Da geht es aber nur darum, dass in die Überschrift noch eingepflegt wird, der Name, das Motto der Gedenkveranstaltung, nämlich Birlikter zusammenstehen. Und dann gab es irgendwo aus Werden wird Wirt und so weiter. Also nichts mehr, was den Inhalt in irgendeiner Form verändert. Das ist ein gemeinsamer Antrag. Ursprünglich hatte die CDU einen Antrag gestellt. Und jetzt setzen wir eben als Landtag mit allen Fraktionen das entsprechende Zeichen, diese Gedenkfeier zu unterstützen. Und wer dafür ist, dass wir uns diesem gemeinsamen Antrag anschließen, den bitte ich, wenn keine Fragen mehr sind, um das Handzeichen. Das ist einstimmig. Vielen Dank. Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, Top Nummer 4. Vorbereitung des nächsten Plenums, Verteilung der Redeslots und Abstimmung. Da hat sich, meine ich, auch in den letzten ein bis zwei Tagen schon ein bisschen was getan. Wir müssen das jetzt trotzdem durchgehen. Wir beginnen Mittwoch, Punkt 1. Kommunen in NRW sind Verlierer der Großen Koalition, ein Antrag der FDP. Redner Tose und oder Olaf, habt ihr euch da jetzt geeinigt? Olaf und ich haben uns noch nicht abgesprochen. Aktuelle Stunde ist ja immer was Aktuelles. Wir könnten, soweit ich weiß, zwei Redner stellen. Wie wir das jetzt aufdröseln, wir haben das im Auge, müssen mal schauen. Ist halt ein sehr übersichtlicher Aufschlag für eine Aktuelle Stunde. Ich denke auf und, ja. Okay, und wir brauchen keine Abstimmungsempfehlung, weil es eine Aktuelle Stunde ist und Tose und Olaf einigen sich noch, wer das geballte Thema dann irgendwie bewältigt. Machen wir gleich, nachher Fraktionssitzung. Gut, ihr sagt dann Nico Bescheid, wer da auf die Rednerliste kommt. Dann kommen wir zu Top 2, Mobilität für alle, Sozialticket flächendeckend und zu fairen Konditionen in Nordrhein-Westfalen einführen. Unser Redner ist Oliver, Abstimmungsempfehlung, Zustimmung zur Überweisung. Top 3, Landesregierung muss dringend Bundesfernstraßenplanung vorantreiben, um Bundesmittel abzurufen. Antrag der CDU, Redner ist Stefan, gegebenenfalls Oliver. Sagst du da noch was zu, Oliver? Kannst du das gegebenenfalls wegmachen? Ich hab hier gerade kein Netz, deshalb. Aber gegebenenfalls kann weg. Der Stefan hat mir heute Morgen geschrieben, dass ich 2 Minuten habe. Gut. Alles klar, ist jetzt auch schon korrigiert und wir haben die Zustimmung zur Überweisung. Viertens, Hebammenbetreuung sicherstellen. Unser Antrag, Abstimmungsempfehlung, Zustimmung, in Verbindung mit Wahlfreiheit für die Geburt gewährleisten, Arbeit der Hebammen sichern. Antrag von SPD und Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Hier steht Enthaltung oder Zustimmung. Wer redet denn dazu? Olaf, bitte. Ja, reden werde ich dazu. Ach, ja, und wir hatten uns ja jetzt im AK darauf geeinigt, dass wir Zustimmung sagen. Also ich hatte ja, aber ist ja egal. Wer jetzt wie? Der AK hat jetzt die Abstimmungsempfehlung Zustimmung dann gegeben. Ich sehe, da kommt ja noch einer. Da ist ja noch einer drin von der FDP. Zukunft der Geburtshilfe, der Vor- und Nachsorge für Mütter sowie ergänzende und unterstützende Angebote für Eltern und Familien durch Hebammen sichern. Da ist dann die Zustimmung zur Überweisung. Okay. Aber auch super fordern, ist ein Bundesthema. Der nächste Punkt ist 5, die strafrechtliche Verfolgung und Unterdrückung Homosexueller nach 1949 muss aufgearbeitet werden. Abstimmungsempfehlung, Zustimmung, Redner ist Birgit. Dann kommt die Fragestunde, dann kommt Punkt 7, schmutzige Kraftwerke, läuft auch in NRW etwas falsch oder was unternimmt die Landesregierung? Ist eine kleine Anfrage, Nico. Das ist nach meiner Kenntnis zurückgenommen, richtig? Dieser Punkt, schmutzige Kraftwerke. Eine kleine Anfrage, die, ja, ist, natürlich. Die ist doch angekommen. Also der findet nicht statt. Der findet nicht statt, okay.
Dann kommt Punkt 8. Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit. Prüfung von Lohntestverfahren zur Feststellung von Lohnunterschieden zwischen Frauen und Männern im öffentlichen Dienst. Unser Redner ist Dirk und die Abstimmungsempfehlung steht da, kommt noch. Kommt heute im Laufe des Tages aber noch. Okay. Neuntens haben wir die Schlaganfallpatientinnen und Patienten sofort und optimal behandeln. Antrag der CDU, Redner Olaf, Abstimmungsempfehlung, Zustimmung zur Ausschussüberweisung. Und 10, Transparenz für kommunale Sozialausgaben herstellen, Taskforce, kommunale Sozialkosten einrichten, Antrag CDU und FDP. Unser Redner ist Toso, Abstimmungsempfehlung, Ausschussüberweisung. Ich höre nichts, gut. 11, Videoüberwachung transparent und nachvollziehbar gestalten, ein öffentliches Register für Videoüberwachungskameras in Nordrhein-Westfalen einführen. Unser Redner ist Frank, Zustimmung zur Ausschussüberweisung. 12, Gesetz zur Änderung des Kirchensteuergesetzes und des Kirchenaustrittsgesetzes. Unser Redner ist Michelle, Abstimmungsempfehlung entsprechend unserer Abstimmung im HPA Zustimmung. Okay. Toso, möchtest du da was zu sagen? Ja, gibt es da irgendwelche Rückfragen zu? Also wir bestätigen hier nur eine formale Erleichterung. Wir bestätigen nicht das Gesetz oder die Richtung als solches, dass man für einen Kirchenaustritt Geld zahlen muss. Wenn keine Fragen dazu sind. Scheinbar nicht. 13, zweites Gesetz zur Modernisierung des Vermessungs- und Katasterwesens. Unser Redner Frank, Abstimmungsempfehlung Enthaltung. Wer wissen will, warum, kann sich den Text dazu durchlesen. 14. Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Bereinigung des als Landesrecht fortgeltenden ehemaligen Reichsrechts. Unser Redner ist Frank. Abstimmungsempfehlung, bitte Frank. Ja, die ist noch nicht da. Ich würde mal die Fraktion bitten, zu überlegen, ob wir zum Beispiel, ob wir zu dem vorhergehenden Punkt 13 einen Redebeitrag leisten müssen. Ich würde mich da auch gerne streichen. Müssen wir zu jedem was sagen? Ja, ich würde mich da, wie gesagt, gerne streichen wollen. Wir haben da nichts zu, sonst. Ich kann mir was ausdenken, ist ja auch nicht das Problem. Und zum nächsten Punkt würde ich auch Enthaltung vorschlagen. Wir haben uns in das Reichsrecht nicht eingearbeitet, haben aber unseren Beitrag als Fraktion geleistet, indem wir halt die Evaluierung von der Landesregierung eingefordert haben, die sie dann auch gebracht hat. Also inhaltlich haben wir da auch nichts Großes zu und deswegen würde ich sagen, enthalten wir uns. Okay. 15. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Gewährung einer Zulage für freiwillig erhöhte wöchentliche Regelarbeitszeit im Feuerwehrtechnischen Dienst in Nordrhein-Westfalen. Unser Redner ist Dirk und die Abstimmungsempfehlung ist dafür. 16. Gesetz zur Änderung des Landesjagdgesetzes und zur Änderung jagdlicher Vorschriften. Unser Redner ist Hans-Jörg und die Abstimmungsempfehlung ist dafür. 17. Gesetz zur Modernisierung des Verwaltungsverfahrensgesetzes und zur Anpassung weiterer Rechtsvorschriften. Einbringung. Okay. 18, 19, 20. Dann kommt der Donnerstag. Erstens, Gesetz zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes und weiterer Gesetze. Unsere Redner sind Daniel und Olaf. Ist das richtig? Okay, ihr redet auf jeden Fall aber beide. Ja. Und die Überweisung an den Ausschuss ist zuzustimmen. Zweitens, Neustart in der Wissenschaftspolitik notwendig, zerstörtes Vertrauen nach Gehälteraffäre und ungenügendem Gesetzentwurf wiedergewinnen. In Verbindung mit Rektorengehaltsaffäre, Skandal lückenlos aufklären, Rechtsverletzungen nicht verharmlosen, sondern konsequent ahnden und vorbeugen. Unsere Redner sind Joachim und Oliver, CDU-Antrag ablehnen, FDP zur Überweisung zustimmen. Okay. Drittens, 1:12 nach Absage des... Also unserem eigenen Entschließungsantrag werden wir dann zustimmen. Ja, das ist gut. Große Ausnahme. Redner ist Hilmer angeschlossen. Ah, ja. Der dürfte ihn.
Okay, dann drittens eben 11:45 in Verbindung damit dann die Sozialarbeitern in Schulen und den Rücken stärken und Präventionsketten erhalten von der FDP. Abstimmungsempfehlung, Zustimmung zur Überweisung. Unser Redner ist Olaf. Viertens, Jungen fit für die Zukunft machen. Unser Redner ist Grumpy. Überweisung in dem Ausschuss zustimmen. Grumpy, bitte. Ja, vielen Dank. Ich hadere hier immer noch, denn irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben hier wieder so einen Themenpunkt, das ist so ein einfacher Aufreger. Ich persönlich fände es nach wie vor schöner, wenn Birgit und ich das eventuell tauschen könnten. Das heißt, ich spreche zum Girls' Day und Birgit zum Jungs' Day. Boys heißt das, ja, denn, in Englisch. Achso, ja, Boys' Day von mir aus. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, denn ehrlich gesagt kann ich mich mit diesem FDP-Ding, so wie es da steht, einfach nicht anfreunden. Birgit. Also ich kann mich da auch nicht mit anfreunden. Also nein, aber ich möchte zum Girls' Day reden. Ich bin frauenpolitische Sprecherin und da möchte ich zu reden und das ist auch mein Thema. Und ich finde es, also ich schaffe nicht mehr als 3 Reden, weil ich halt seit September das erste Mal wieder rede und das ist mir einfach zu viel dann. Dann ist das halt mal eine Rede. Wir müssen nicht zu allem was sagen. Ich nehme mich da einfach mal raus. Also ist der aktuelle Stand, dass keiner dazu regt. Vielleicht fühlt sich ja im Laufe der Fraktionssitzung noch jemand erleuchtet oder bemüßigt. Dann könnten wir das noch mal kurz ansprechen. Im Moment also kein Redner zu Punkt 4. Punkt 5. Berufsperspektiven für junge Mädchen erweitern. Aktionstage wie Girls Day bieten eine gute Möglichkeit. Unser Redner ist Birgit. Die Abstimmungsempfehlung ist Enthaltung. Und, wups. Moment. So, 6. Strafbarkeitslücken beim Handeln mit Nacktfotos von Kindern und Jugendlichen schließen. Unser Redner ist Dietmar. Abstimmungsempfehlung zurzeit in der Liquid Feedback Diskussion. Dietmar? Ja, die Sache habe ich im Bund. Nee. Die Sache habe ich ins Bundesliquid und auch ins NRW-Liquid gestellt und auch ein PET eröffnet, auf dem also tatsächlich schon viele Beiträge eingegangen sind. Abstimmungen laufen noch. Die Tendenz geht auf Ablehnung des Antrags. Ich würde das aber dann entsprechend nachtragen. Ich muss das auch noch insgesamt auswerten. Die Sache läuft halt noch. Okay. Im Liquid, ja, aktuell weiß ich nicht. Ich habe gestern gerade noch gar nicht nachgeguckt. Aber es sind bedauerlicherweise nicht sehr viele, sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene. Nicht. Also im PET sind es mehr, sagen wir es mal so. Mikro ist noch an. Danke. Dann haben wir 7. Änderung des Bundesberggesetzes. Unser Redner ist Kai, Abstimmungsempfehlung dafür. 8. Polizeiliche Kriminalstatistik 2013 liest sich wie ein Versagensbericht der rot-grünen Landesregierung. Unser Redner ist Dirk, Abstimmungsempfehlung Enthaltung. 9. Die Kirchen als Diener am Gemeinwohl, gesellschaftliches Engagement von Caritas und Diakonie anerkennen und unterstützen. Unser Redner Michel, Abstimmungsempfehlung Ablehnung. Wir haben da ist noch eine Entschließung? Ja? Okay, wir haben einen eigenen Entschließungsantrag, dem ist dann zuzustimmen. Gut, hast recht. Habe ich jetzt, da ja, ist er, okay. 10. Zeitgemäße Evaluierungskultur für Wirtschaftsförderprogramme aufbauen, Wirksamkeit und Transparenz sicherstellen. Unser eigener Antrag, Redner ist Daniel, Zustimmung zur Ausschussüberweisung. 11. Wie geht es weiter mit dem Braunkohletagebau in Nordrhein-Westfalen? Landesregierung muss endlich Antwort geben. Unser Redner Kai, Abstimmungsempfehlung Enthaltung. Zwölftens, Kölner gedenken an die Opfer des Nagelbombenanschlags unterstützen. Da sage ich vielleicht was dazu, Abstimmungsempfehlung dafür. 13, transparente Veräußerungen von Grundstücken sicherstellen. Ja, ich meine, das ist ein gemeinsamer Antrag. Ich werde mich da vorne hinstellen und sagen, und schönen Abend noch oder so. Also.
steht alles im Antrag drin. Also, ich habe das Mikro gar nicht angehabt. Ich wiederhole das nochmal. Man könnte natürlich gut was sagen zu den offenen Fragen, die es in dieser NSU-Geschichte immer noch gibt, so mit so ganz bisschen im Hinterkopf, dass wir da ja noch was vorhaben. Hast recht, das ist eine gute Idee. Ne, also klar, dass man diesem Antrag zustimmt, aber dass man dann halt eben erwähnt, es gibt so einen ein oder anderen Punkt, Birgit weiß da ja nur Bescheid. Im Hinblick auch auf, das ist eine gute Idee. Die weiß ja Bescheid darüber, offener Fragen, auch gerade in Bezug des Nagelbombenanschlags. Da sind so zwei, drei Punkte, ne, dass da verdeckte Ermittler unterwegs waren, die nie befragt worden sind und solche Sachen. Das kann man durchaus mal einbauen, denke ich. Du hast recht, dann sage ich doch ein bisschen mehr was dazu. Ja. Wambi? Kurze Rückfrage, haben wir da eigentlich überlegt, mit drauf zu gehen? Transparente Veräußerung von Grundstücken sicherstellen. Unser Redner Dietmar, Abstimmungsempfehlung Zustimmung. 14. Das transatlantische Freihandels- und Investitionsabkommen. Du hast eine Mail? Ich habe was übersehen? Nein, Dietmar, um was geht es bei 13? Da steht keine Stellungnahme. Nur ein, warte, ich hätte beinahe gesagt, ein, zwei kurze Sätze. Nur ein Halbsatz. Es geht darum, dass bei Verkauf von Landesimmobilien mehr Transparenz rein soll, dass also Ausschreibungskriterien festgelegt werden sollen. Das ist im Moment sehr schwammig und findet nur auf der Ebene der verwaltungsinternen Richtlinie statt, die noch nicht mal steht. Und gemäß der letzten Änderung des § 15 Absatz 3 Haushaltsgesetz, da hatten wir auch schon mal einen eigenen Antrag im Haushaltsverfahren gestellt, einen gemeinsamen Antrag mit der CDU. Und wir pochen da also immer weiter darauf rum, auch im Haushalts- und Finanzausschuss. Müssen die Gutachten dazu erstellen, bevor sie so ein... Ja, aber da gibt es auch sehr viele Ungereimtheiten bei Veräußerungen von Grundstücken, zum Beispiel in Köln-Kalk, zum Beispiel in Düsseldorf, Grafenberg und so weiter und so fort. In Duisburg und, ja. Okay, dann weiter mit 14. Da geht es um TTIP, unser Antrag. Da steht Redner, Nico und Joachim und noch keine Abstimmungsempfehlung. Ich denke mal zustimmen, aber wollt ihr da zusammenreden oder habt ihr euch da jetzt abgestimmt? Joachim, Nico, bitte. Ja, es ist ja vorgesehen Block 2, von daher können wir das so beibehalten. Dann geht es weiter mit 15. Acht Länder in Deutschland schreiben schwarze Zahlen. Nur Rot-Grün Nordrhein-Westfalen hat die Ausgaben nicht unter Kontrolle. Unser Redner Dietmar, Abstimmungsempfehlung, Ablehnung. Und Moni möchte was sagen. Ja, das ist meiner Ansicht einer der interessantesten Anträge im Plenum. Ich würde Dietmar gerne von dir hören, wie du dich dazu äußerst, weil das ist ein klassischer Schuldenbremseantrag. Und ich hätte da gerne eben so ein Statement von dir, so wie du dich da rausschwurbelst. Ja, das ist schon eine Vorannahme, Monika. Also gut, Moni, die Challenge nehme ich an. Gar nicht. Ich gehe gar nicht auf den Faktor Schuldenbremse ein. Ach, interessant. Ich werde mich ausschließlich auf Ziffer 3 dieses Antrags stürzen. Ziffer 3 dieses Antrags, der auch der wesentliche Grund für die Ablehnung ist nämlich die, dass sämtliche Mehreinnahmen, die das Land Nordrhein-Westfalen aus Steuern wo auch immer her hat, komplett in die Tilgung von 137 Milliarden Euro Landesschulden gehen soll. Mal einfach eben so. Und das sagt der Antrag im Prinzip. Und das kann man einfach nur sagen, so geht es nicht. Das ist keine Struktur, das ist nicht planvoll. Ja, so 20% auf alles bis auf Tiernahrung und so weiter und so fort. Also du sagst, es ist ein klassischer Schuldenbremsantrag. Nee, ist er eigentlich nicht. Jein, gut. Aber das wird nicht das Hauptthema sein. Joachim? Ja, Dietmar, deine Antwort auf Monis Frage, ich kann meine Begeisterung kaum zurückhalten. Hola. Nur noch mal eine Frage zu Punkt 3. Ja. Heißt das für dich, dass dein wesentliches Gegenargument gegen den Antrag der nicht kompensierte Kapitalverzehr der öffentlichen Einrichtungen sein wird? Ja. 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 Gut, danke. Ihr werdet schon toll zusammen machen.
Ja, finden wir alle. Toso, nett, dass du den Michel Brücken baust, aber so kommst Antrag du nicht aus der Nummer raus. Abstimmung, Joachim und Dietmar. Die Simone hat gesagt, das wäre ein Antrag zur direkten Abstimmung. Ja? Ja. Wer ist dafür? Wer ist dafür? Nein, das sind doch meine 10. Ja. Ich schätze mal, da gibt es noch 9. Aber das 8 Länder in Deutschland schreiben schwarze Zahlen. Nur Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen. Ja, aber Daniel, Bundesländer gibt es nicht in Milliarden. Die können nur in Milliarden rechnen. Ach so. Vielleicht haben Sie 20% davon gestrichen. Wie viele Personen? Nein, Sie hatten 16 Bundesländer, 20% runter, 8. Alles gut. So, wir trollen jetzt den Joachim natürlich nicht mit dem direkten Antrag, aber die beiden, das sieht so harmonisch aus, ihr solltet euch das wirklich nochmal überlegen, irgendwie mit dem, dass ihr zusammen den HFA macht. Ja. Während ihr das okay. überlegt, kommen wir... Okay, wer macht dann den Fraktionsvorsitzenden und der Michel, ne? Weil es ist ja leichter. Okay, lass uns bitte weitermachen. Wir kommen jetzt zum... Könnt ihr das bitte? Das stört. Danke. Kommen jetzt zum Freitag. Punkt 1. Landesregierung darf beim Breitbandausbau nicht weiter auf der Bremse stehen. Ein gemeinsamer Antrag von CDU und Piraten und der Daniel redet dazu. Es ist eine aktuelle Stimme, deshalb brauchen wir keine Abstimmungsempfehlung. Zweitens. Industriestandort NRW schützen und Arbeitsplätze sichern. Landtag Nordrhein-Westfalen begrüßt die Stellungnahme der Oberbürgermeister von Bochum, Duisburg und Dortmund zur EEG-Novelle. In Verbindung mit Reform des Erneuerbaren Energiengesetzes muss verlässliche Rahmenbedingungen für Investitionen und Arbeitsplätze in NRW schaffen. Von SPD und Bündnis 90 Die Grünen. Unser Redner ist Kai. Abstimmungsempfehlung, FDP ablehnen, SPD, Grüne dafür. Hast du eine Frage, Toso? Danke. Drittens, Verbraucherbildung in der Schule nachhaltig und vielfältig gestalten. Antrag der Fraktion SPD und den Grünen. Unser Redner ist Birgit. Abstimmungsempfehlung, Ablehnung. Viertens. Entwicklungschancen eröffnen, nicht beschränken. Rot-grüne LEP-Novelle darf Kommunenwirtschaft nicht erdrosseln. Antrag der FDP. In Verbindung mit Landesregierung muss beim Landesentwicklungsplan Transparenz herstellen. Unser Redner Oliver. Abstimmungsempfehlung FDP ablehnen. CDU Enthaltung. Körperspannung. Joachim. Das ging gerade so schnell. Ich möchte einfach nur mal loswerden, Punkt 3, Punkt 4. Ich finde es extrem hilfreich, diese Stellungnahmen, das wollte ich mal sagen, einfach mal zum Ausdruck bringen. Also gerade Punkt 3, das ist so klasse zusammengefasst, dass mir auch die Abstimmungsempfehlung also schlüssig aufscheint. Ich finde das gut und wir sollten das ausbauen. Okay, das nehmen jetzt alle mit, dass wir das alles ausbauen und idealerweise natürlich mindestens vervollständigen. Und wir kommen zu Punkt 5. Politisches Weisungsrecht gegenüber Staatsanwälten abschaffen, selbstverwaltete Justiz ermöglichen, Gewaltenteilung stärken. Unser Antrag, unser Redner ist Dietmar. Abstimmungsempfehlung ist dann natürlich dafür. Und dann noch, Toso bitte. Genau. Dietmar, ist der Antrag eventuell so weit gefasst, das habe ich auch als Frage da schon reingeschrieben, dass auch das Weisungsverhältnis zwischen Oberstaatsanwälten und Staatsanwälten davon betroffen ist? Weil das ist, glaube ich, nicht, sollte eigentlich, glaube ich, nicht Zielrichtung sein, sondern nur alles, was drüber ist. Ne? Ja, also behördenintern wäre das ja in dem Falle Oberstaatsanwälte, Staatsanwälte, sogar bis hin zur Ebene der Generalstaatsanwälte. Also da soll selbstverständlich das behördeninterne Weisungsrecht nicht abgeschafft werden. Von wem? Von dir? Nee. Okay, und dann schon der letzte Tagesordnungspunkt am Freitag. Sechstens, Übergang beeinträchtigter junger Menschen ins Erwerbsleben nicht gefährden, sondern pädagogische Förderung an Berufskollegs bedarfsgerecht gestalten. Unsere Rednerin ist Moni, Abstimmungsempfehlung, Zustimmung zur Ausschussüberweisung. Unser Redner ist Moni, habe ich gerade gesagt. Ach so, Änderung beachten ohne Debatte, Moni? Ich weiß davon nichts. Wer hat das eingetragen? Kann sich irgendjemand daran erinnern, dass Änderung beachten ohne Debatte, dass das jemand da reingeschrieben hat? Geht da doch mal mit der Maus drüber, vielleicht ist da.
Autor ist kryptisch, kann ich nicht lesen. Unknown Autor. Naja, wir haben zur Not ja eine Rednerin. Also, und da ich habe das komplett vorbereitet. Ich habe Leute angerufen, ich habe mir Stellungnahmen dazu geholt. Ich bin darauf bestens vorbereitet. Also in der Tagesordnung auf der Landtagsseite steht auch ohne Debatte. Aber warum weiß ich davon nichts? Ist das in der PGF-Runde besprochen worden oder über die PGFs kommuniziert worden, Nico? Muss ich ehrlich gesagt nochmal in meinen E-Mails nachschauen. Also ich habe da keinerlei Informationen. Ich meine, es war dann ärgerlich, aber besser als umgekehrt, dass wir denken, ohne Debatte und dann muss geredet werden. Ja, aber ich finde schon ärgerlich, ja, dass ich so viel Zeit am Wochenende das, da investiere. Wenn das glaube so ich, sage ich ja. Bin ich richtig sauer, das sage ich auch. Aber wenn du eine Debatte willst, dann wird ja debattiert. Ja, das gerade genau. Ja. Daniel? Was schreibt sie? Ja, habe ich doch gerade. Ach da. Ja, ich wollte eigentlich nur ergänzen, also dem müssen wir ja zustimmen, ansonsten reden wir halt dazu. Das würde ich ehrlich gesagt gerne hier klären. Also wenn Moni dazu reden möchte, dann reden wir halt dazu. Ob die anderen debattieren wollen oder nicht, ist uns ja relativ egal. Okay. Das wird auf jeden Fall jetzt noch ziemlich zügig geklärt, neben der Fraktionssitzung, ja? Gut. Aber auf der Liste bitte nicht nur. Hast du gerade zynisch gesagt? Zügig? Ach, zynisch. Nicht zynisch, verstanden. Ja, so wie Schwarz-Gelb. Nein, nicht zynisch. So, wir kommen zurück zur Tagesordnung dieser Fraktionssitzung. Oliver hat eine Meldung. Ach, tut mir leid, dass ich das nochmal aufdingse. Ich wollte nur zu Top 4 am Donnerstag, das hat mir jetzt momentan kein Redner, sagen, dass ich keinen Redner schicken für ein nicht unmächtiges Instrument halte, was eine politische Aussage beinhaltet. Ich glaube, wenn die Fraktionen beschließen würden, zu einem von unseren Anträgen einfach nicht zu reden, die anderen Fraktionen, dann würde es auf uns schon entsprechende Auswirkungen haben. Und ich glaube auch, da es üblich ist, zu jedem zu reden und wenigstens zu sagen, danke, es wurde alles gesagt, wir stimmen der Überweisung in den Ausschuss zu, was ja durchaus bei unseren Anträgen ab und zu gemacht wird, dann hat das eine politische Aussage. Ich weiß nicht, ob wir dieses Instrument, das wir natürlich einsetzen können, nicht zu reden, was wir auch einsetzen können, um zu zeigen, dass uns die Sache egal ist, also dass wir nicht zu allem reden müssen, einfach so bei diesem Punkt machen sollten. Also wenn, dann müssen wir entweder sagen, wir reden konsequent nicht in einer Plenarwoche zu allen Themen, die uns nicht, wo wir nichts zu sagen haben oder so. Oder wir müssen einen Punkt haben, wo wir sagen, nein, da reden wir jetzt mal ganz absichtlich und auch als Instrument zur Aufmerksamkeit nicht. Ich bin ein bisschen... Ich habe mir das eben nochmal überlegen müssen. Ich bin nicht ganz so zufrieden damit, einfach irgendeinen Punkt zu nehmen, der halt gerade, wo es halt gerade so ist, und da dieses Instrument zu verwenden. Also eher zufällig. Daniel? Ja, Olli, ich bin dir ehrlich gesagt ganz dankbar, dass du das nochmal angesprochen hast. Ich bin vorhin halt auch über den Boys Day nochmal so ein bisschen gestolpert, habe in der Zwischenzeit mir den Antrag auch noch mal angeschaut, den ich bislang nicht gelesen hatte. Ob wir jetzt diesen Antrag da konkret gut finden oder nicht, spielt im Prinzip erstmal gar keine Rolle. Fakt ist, dass die FDP da ein Thema anspricht, was mit Geschlechtergerechtigkeit zu tun hat, was mit vernünftiger Bezahlung eben in diesen sozialen und pflegerischen Berufen zu tun hat. Das ist ja letzten Endes auch eine Forderung dieses FDP-Antrags. Bitte? Das will die FDP bestimmt.
Ja, ich sage ja gerade, mal losgelöst von der Intention des Antragstellers. Ja, das kann ja dann im Ausschuss noch bewertet werden. Ich halte es tatsächlich für nicht glücklich, wenn wir dazu nicht reden. Und sei es, dass wir uns von der, also wenn wir das irgendwie doof finden mit so einem Boys Day, dann kann ich damit leben. Ja? Dann stellen wir uns aber bitte dahin und reden genau über den Kernpunkt, dass eben genau diese sozialen und pflegerischen Berufe beschissen bezahlt werden. Und dann möchte ich da an der Stelle, ich sag mal zum Beispiel Olaf eben in der Bütt sehen, der sich da oben hinstellt oder meinetwegen Toso dann halt oder wer auch immer, also entweder eben aus dem sozialen oder aus dem Arbeitsaspekt heraus. Dann können wir meinetwegen da Birgit oder Grumpy, sag ich mal, rausnehmen. Aber das ist so ein Mindestansatz, wo wir da vorne uns dazu Stellung beziehen sollten, denke ich. Michelle und dann Birgit. Ja, ich wollte kurz grundsätzlich was zu dem zu diesem Instrument sagen, dass man nichts sagt. Ich finde, dass man das auch ganz klar daraus lesen kann, wenn es tatsächlich ein Thema gibt, das uns egal ist, dann kann man sagen, man redet nicht dazu, wobei ich da eher dazu tendiere, dann tatsächlich jemanden hinzuschicken, der sagt, zu dem Thema sagen wir nichts und einfach wieder geht, weil nichts zu sagen ist halt völlig unauffällig, das geht halt einfach völlig unter. Aber es ist eben tatsächlich eine mögliche Interpretation, dass man sagt, das Thema ist denen egal und ich glaube, dass auch so ein Boys Day und auch dieser Antrag, wie er geschrieben ist, der sollte uns einfach nicht egal sein. Das ist schon ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Auch Geschlechtergerechtigkeit ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Und dann nicht zu gehen, setzt da, glaube ich, das falsche Zeichen. Birgit. Ja, nochmal kurz so auch zum Ablauf. Also ich stimme dir auch zu. Mir ist es halt einfach zu viel. Drei Reden reicht mir fürs erste Mal wieder. Das habe ich auch letzte Woche Mittwoch, als ich halt wusste, welche Reden kommen, habe ich das halt auch an Grumpy zum Beispiel geschrieben, weil er ja meine Vertretung ist in dem Ausschuss. Und habe dann keine Antwort bekommen. Deswegen wusste ich nicht, dass es da im Grunde jetzt ein Problem gibt. Also ich stimme aber ansonsten zu und ich weiß aber nicht, wie ich, also das ist mir einfach zu viel an der Stelle, das auch noch zu machen. Moni. Ich kann das verstehen von dir, Birgit. Was ich nicht richtig finde, ist, dass das eine Vertretung im Ausschuss dann immer übernehmen muss. Ich würde dem AGS auch nicht das übernehmen, worauf der Toso entweder nicht kann, keine Lust hat oder sonst was. Ich finde einen Vorschlag gut, dass man das dann bespricht, aber ich finde es nicht gut, dass dann automatisch der Grumpy immer das nehmen muss, was aus immer welchen Gründen, will ich gar nicht diskutieren, überbleibt. Ich finde es gut, wenn wir jetzt gucken, den Vorschlag über Soziales ja, okay. zu gehen oder ja, so, ja, dann würde ich aber nur darum bitten, wenn sowas wieder passiert, dass doch bitte auf der Liste intern oder wie auch immer eben zu kommunizieren, weil ich glaube, dass die Diskussion ist unnötig. Wir hätten vielleicht schon einen gefunden letzte Woche, der gesagt hat, ich mache das und der hätte dann gleiche Thema wieder ausreichend Zeit gehabt, sich da auch schon mit zu beschäftigen. Ja, ich finde das alles ganz hervorragend und auch die Argumentation ist schlüssig und ich finde es gut, wenn man immer wieder mal drüber spricht. Also ich möchte mich gerne dahinstellen und der FDP sagen, dass sie einen falschen Antrag gestellt hat, weil die Gehälter nicht thematisiert werden. Ist das okay von euch, wenn ich die Rede halte? Jo. Ja, dann bin ich doch einfach mal dankbar für diese offene Runde mit dieser Diskussion. Danke, Joachim. Trägt jetzt sicherlich irgendwer noch in die Liste ein, dass der Joachim jetzt dazu redet. Wunderbar, dann können wir jetzt Top 4 verlassen mit einer kompletten Rednerliste und wir kommen zu Top 5 Umlaufbeschlüsse und es gab keine Umlaufbeschlüsse, deshalb brauchen wir da auch nichts mehr abzustimmen oder zu bereden. Und dann kommen wir zu dem historischen schon Punkt 6 mit dem Titel, Caro hat ja auf der Fraktionsliste ein Konzept gepostet. Wir haben das letzte Mal kurz angesprochen und Daniel hat uns gebeten als Runde, dass nach Möglichkeit jeder jetzt mal das Konzept bis heute gesichtet hat. Und wir versuchen es nochmal. Daniel, möchtest du was dazu sagen? Okay. Wer möchte sich denn zu dem Top äußern? Ja, komm. Großartig. Also ich hab den Hut halt nicht auf für die Koordination zwischen Bufo und Fraktionen.
Ich habe aber die Mail gelesen. Und ich habe sogar das Konzept gelesen. Und ich fänd halt gut, ungeachtet der aktuellen BUFO-Diskussion und auch ungeachtet dessen, wer künftig im Bundesvorstand sitzt, also diese Vernetzung zwischen den Fraktionen und dem Bundesvorstand, die ist davon nicht abhängig, welche handelnden Personen letzten Endes da sind. Sonst müssen wir jedes Jahr ein neues Konzept entwickeln. Ich glaube nicht, dass das irgendeiner will. Also jetzt bitte nicht dahinter verstecken, dass wir vielleicht irgendwann dann einen außerordentlichen Bundesparteitag abhalten werden, irgendwie eine Richtungsdebatte machen, danach irgendeinen gekungelten Vorstand wählen. Das hat alles mit diesem Konzept nichts zu tun. Ne? Wir können das gerne nochmal schieben. Ich entnehme mal den massiven Wortmeldungen, die wir hier jetzt hatten, dass sich das wahrscheinlich kein Mensch noch durchgelesen hat, außer die letzte Woche sich schon gemeldet haben und das überflogen haben. Von daher sollten wir das tatsächlich nochmal schieben. Ich glaube, dafür ist das zu wichtig, dass wir jetzt sonst nur mit 2-3 Leuten über dieses Konzept reden. Also ansonsten will sich auch hier jeder zu irgendwelchen Konzepten immer wieder äußern. In der Sache jetzt nicht. Ich nehme das mal so als Statement mit. Dietmar und dann Joachim. Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Ich bin schon der Auffassung, dass die Umsetzung dieses Konzepts sehr wohl abhängig ist von den handelnden Personen. Denn erstens ist das Konzept nicht in Stein gemeißelt. Zweitens ist es nicht irgendwie Satzung. Drittens ist es nicht beschlossen im BUFO und auch bei uns nicht. Und viertens wissen wir überhaupt nicht, wer der nächste BUFO sein wird und ob er bereit und in der Lage ist, dieses Konzept für sich und seine Zusammenarbeit zwischen BUFO und Fraktionen oder auch der gesamte neue BUFO, der dann irgendwann kommt, das umsetzen wollen und das auch so tatsächlich machen wollen. Das Ding ist eh sehr stark geprägt auch von Karos Vorstellungen, das darf man nicht vergessen. Und diese Individualität, ob die dann übernommen wird, muss man erstmal abwarten. Ich denke, wir sollten die Diskussion deshalb auf Eis legen. Also. Joachim. Ja, ich möchte mich da im Prinzip Daniels Einschätzung anschließen. Das ist ein formales Konzept, was zunächst mal von der Anlage her nichts mit den handelnden Personen zu tun hat. Auf der anderen Seite spielen die handelnden Personen und deren Einstellung natürlich eine Rolle für die Umsetzung. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass sich in der Partei eh was Größeres ändern muss und ich letztlich derjenige bin, der Beauftragte der Fraktion ist, bei den regelmäßigen Bundesvorstandssitzungen in Mambel anwesend zu sein oder zumindest eine Vertretung zu organisieren, was ich in der Vergangenheit einmal verkackt habe, aber ansonsten ist das ganz gut gelaufen, würde ich mich auch dafür aussprechen, dass wir eine detaillierte Diskussion dann aber richtig nochmal vertagen. Aber ansonsten nochmal, das ist mir zu wichtig, als dass wir es liegen lassen. Daniel und dann der Daniel. Das ist ja immer ein Konzept, was ja Hand und Fuß hat und nicht unbedingt abhängig ist von einzelnen Personen. Insofern sollten wir das auf jeden Fall annehmen und diskutieren und so. Und selbst wenn sich die personelle Situation ändert oder wenn sich die personelle Situation ändert, ist es immer noch ein Konzept und eine Diskussionsgrundlage. Und deswegen ist es keine vergebene Zeit. Außerdem können wir das in der Zwischenzeit schon nutzen. Ich meine, Caro ist immer noch in dem kommissarischen Bundesvorstand und in dem Sinne bis zu der Zeit einer Neuwahl, die ja nun auch noch irgendwie 6 oder 8 Wochen dauern kann, kann uns das ja schon gute Dienste leisten, erstens. Und zweitens, ich fände es gut, wenn Joachim, der ja nun eh, ich sag mal, da in diesem entsprechenden Gremium ist, sich da auch vielleicht ein bisschen den Hut aufsetzt, so vorsichtig vorgeschlagen. Daniel und dann Tose. Ja, die katholische Kirche weiß halt auch nicht, wer der nächste Papst wird. Ne? Trotzdem halten die jeden Sonntag und teilweise noch an anderen Tagen ihre Messen ab. Ist im Endeffekt halt tatsächlich wurscht. Also das, was Daniel und was davor auch Joachim nochmal gesagt hat, die handelnden Personen spielen dabei keine Rolle. Selbstverständlich ist dieses Konzept von Caro geprägt. Caro hat das Ding halt geschrieben. Caro ist diejenige, die bei allen Fraktionen war, die bei den Fraktionstreffen vor Ort war und im Prinzip aus ihrer Sicht das einfach, also die hat krasserweise ihren Job gemacht. Ich finde das auch nicht gut, ne, dass sie ihren Job macht. Ich weiß auch nicht,
Ob wir jetzt, ich denke, das ist PAV-würdig, auf jeden Fall. Zumindest sollte da ein Shitstorm über Twitter ausgelöst werden. Also wir sollten das diskutieren. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt irgendwie in den nächsten 2-3 Wochen, dass es dazu einen Beschluss kommt mit dem Bundesvorstand. Aber wenn wir es diskutiert haben, dann haben wir möglicherweise zu irgendeinem Zeitpunkt ein festes Konzept, wo auch ein neuer Bundesvorstand mitarbeiten kann. Wenn alle 4 Fraktionen das mittragen, und das ist ja wichtig, ist nicht nur wichtig, dass wir das hier diskutieren, sondern dass die anderen 3 Landtagsfraktionen das eben auch diskutieren, wenn die anderen das ebenfalls mittragen, dann glaube ich nicht, dass wir irgendjemanden in den Bundesvorstand wählen, der dann plötzlich sagt, aber das ist ja alles total doof, wie ihr hier vernetzen wollt. Mag dann sein, aber dann sage ich mal, dann haben wir dann schon wieder die falsche Wahl getroffen. Müssen wir dann tatsächlich abwarten. Also ganz klar, lass uns das bitte diskutieren. Bitte nächste Woche dann tatsächlich nochmal auf die Tagesordnung setzen und dann beteiligt euch bitte. Ich finde das einfach zu wichtig. Tosu. Ja, kann das nur unterstützen. Sache ist ja nur auch, wir sind da ja Teil der handelnden Personen und von da aus sollten wir dieses Papier oder diesen Text von Caro durchaus als Grundlage dafür nehmen, wie stellen wir uns das Ganze denn vor? Und darauf sollten wir das Ganze jetzt abklopfen. Wir können ja mit dem, was wir hier an Erfahrung gesammelt haben, durchaus sagen, hey, das ist eine gute Regelung, das ist nicht so eine gute Regelung, dass wir aber zumindest die Rückmeldung an den Bundesvorstand, und zwar nicht an die Personen des Bundesvorstandes, sondern quasi an die Institution des Bundesvorstandes geben. Sodass egal, wer da als nächster reingewählt ist, auf den Diskussionsstand sein kann. Das fände ich extrem sinnvoll. Und dazu würde ich auch vorschlagen, Joachim, ich fände es schön, wenn du das so umsetzt, wie wir das hier beschlossen haben mit der Kommunikation mit dem Bundesvorstand, nämlich, dass wir abwechselnd da Leute hin entsenden. Das war Beschlusslage hier und das fände ich auch sinnvoll, damit jeder hier in den Kontakt kommt, um diese Diskussion auch zu führen, um da auch gewahr zu werden, was da erwartet wird. Das fände ich total gut. Also nicht immer einen, sondern immer einen anderen. Danke. Joachim. Danke, Simone. Das haben wir auch de facto so gemacht bislang. Es gab das hat sich zufällig ergeben, dass ich eine Vertretung hatte. Das war nie abgesprochen. Insofern ist da nichts in den Teich gefallen. Aber ich möchte das in einem Punkt nochmal hervorheben und auch die Wichtigkeit des Ganzen hervorheben. Da stehen Konzeptideen drin, die nach meiner Auffassung satzungsrelevant für die Partei werden können, im Hinblick auf Institutionalisierung. Deswegen müssen wir tatsächlich darauf drängen, das en Detail mal durchzudiskutieren. Ich entsinne halt nur, ich habe gerade noch mal reingeguckt, Dimension 2 mit den Themenbeauftragten und so weiter und Moderationen für irgendwelche Diskussionsrunden. Also das ist durchaus satzungsrelevant für die Partei. Gut, also ich meine, wir haben jetzt 3 Plenartage vor uns, die auch zum Teil relativ lange gehen. Wir haben also alle genug Zeit, uns das wirklich nochmal durchzulesen und eventuell, wenn da irgendwelche Punkte sind, die anstoßen, das dann vielleicht auch in der nächsten Fraktionssitzung einzubringen. Wir nehmen den Tagesordnungspunkt auf jeden Fall nächstes Mal nochmal in die Fraktionssitzung auf und dann sollten wir aber hier mal zu Potte kommen. Dietmar. In aller Kürze, ist es nicht sinnvoll, direkt auch mit den anderen Fraktionen es zu diskutieren, gemeinsam. Weil wenn jetzt 4 Fraktionen über Wochen, Monate möglicherweise das Konzept diskutieren, um dann hinterher nochmal da gemeinsam darüber zu diskutieren, ist vielleicht problematisch, dass wir das einfach konzertiert angehen und sagen, liebe Fraktionen, an die Vorsitzenden oder wen auch immer, wir machen das Pad jetzt als Pad auf, oder es ist ja ein Pad, lass uns bitte im Pad und darüber diskutieren, ob wir das wollen und wie. Daniel und dann Toso, wenn das jetzt die richtige Reihenfolge ist. Ja, liest du die Fraktionenliste, also wo alle Abgeordneten, nee, was? Hä? Ach so. Also genau das ist ja letztendlich natürlich der Plan. Also natürlich werden wir uns dann mit allen handelnden Personen dann irgendwann wieder zusammentreffen müssen oder meinetwegen auch mit Abgesandten, mit Delegierten der einzelnen Fraktionen, die dann sozusagen das Fraktionsergebnis präsentieren. Dann werden wir erst eine Diskussion führen müssen, ob wir da ein Delegiertensystem schaffen können an der Stelle oder nicht.
Die Sache ist die, dass wir das als Piratenfraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen für uns diskutieren sollten und gucken sollten, was davon ist für uns schlüssig, was sollten wir irgendwie ändern, welche Vorschläge bringen wir ein. Das ist sozusagen Karos Gesetzentwurf als entsprechendes Konzept. Ja? Und wir können entsprechende Änderungsanträge stellen. Das Schöne bei uns Piraten ist, das läuft halt nicht ganz so formell. Wir können das einfach machen, indem wir miteinander reden und zum Beispiel in einem Pad rumschreiben oder irgendwie sowas. Das ist relativ easy. Genau, das wird nie passieren, ist halt das Problem. Deswegen steht es halt jetzt seit einiger Zeit auf der Tagesordnung, damit es dann vielleicht doch irgendwann passiert. Das ist ja der Hintergrund des Ganzen. Toso hat zurückgezogen, dann jetzt Joachim. Ich möchte nur für die Timeline festhalten, dass wir in den paar Redebeiträgen von Konzept über satzungsrelevant bis zum Gesetzentwurf gekommen sind. Wir können das halt. Verletzungskonzept ins Grundgesetz. Gut, dann also mit Hausaufgabe im Gepäck verlassen wir jetzt diesen Tagesordnungspunkt. Und wir kommen schon zu Top Nummer 7. Ich weise darauf hin, dass ich diesmal bei dem Top Sonstiges ganz genau auf die 15 Minuten achten werde, und zwar für den gesamten Top. Und wir haben da als erstes die TTIP-Veranstaltung. Vielleicht möchte der Toso was dazu sagen. Genau, wir hatten ja eine TTIP-Veranstaltung in Dortmund angeplant. Die steht soweit auch. Ich hatte das letzte Woche dem Vorstand geschrieben. Da warte ich auf die Rückmeldung. Im Endeffekt haben wir sowohl das Podium fertig, wie auch den Text fertig. Soweit ich weiß, glaube ich, sogar schon der Flyer gesetzt. Die Fraktion möchte sich nur an der Stelle entscheiden, ob sie das veranstalten möchte oder nicht und ob sie dann noch jemanden selber aufs Podium setzen möchte oder nicht. Das hatte ich mir eigentlich als Reminder reingeschrieben, damit ich nochmal abfrage, weil ich eigentlich dachte, dass sie erst gestern in der Vorstandssitzung gesprochen hätte. Grumpy. Genau, Toso, super. Da wollte ich dich schon längst gefragt haben, kriegen wir das noch umgemappt sozusagen auf ganz viele andere Städte? Konzeptionell, weil dass wir das sozusagen jetzt weiter für NRW ausrollen können, das war noch eigentlich das Ding. Ja, das kann ich mit unserem, da die Sache noch nicht in trockenen Tüchern ist, möchte ich es noch nicht nennen, aber wir haben ja einen Anker-Diskutanten auf dem Podium. Mit dem treffe ich mich am Freitag nochmal und würde das da ansprechen, ob das möglich ist. Es ist an der Stelle halt ein Befürworter von TTIP, was ich sehr spannend finde. Weil immer nur in unserer Blase zu bleiben, halte ich bei der Geschichte für durchaus nicht zielführend. Sondern für TTIP. Fürs Podium insgesamt. Ja, man könnte noch jemanden von der AmCham oder irgendwie sowas einladen. Da gibt es ja durchaus spannende Gäste möglicherweise. Atlantikbrücke fände ich auch total spannend, aber die haben sich noch nicht zurückgemeldet. Hast du Kontakte? Ansonsten sollten wir darüber nochmal reden. Genau, also an der Stelle wäre das durchaus möglich, auch fürs ganze Ländle auszurollen. Wobei ich jetzt erstmal diese eine Veranstaltung geplant hatte. Nico. Ich wollte eigentlich sagen, wenn es dann keinen Klärungsbedarf gibt, könnten wir das eigentlich kurz abstimmen, ob wir das als Fraktionsveranstaltung laufen und das dann entsprechend dann auch finanziell unterstützen. Bitte. Ich wollte an der Stelle übrigens jetzt nicht den Vorstand übergehen, indem ich einen Fraktionsbeschluss herbeiführe, sondern ich hatte das letzte Woche an die Fraktion geschrieben und habe mir das hier nochmal, oder an den Vorstand geschrieben und hatte mir das hier nur als Reminder. Nico. 18.3. Ich kann mich daran erinnern. Ich hätte dazu noch eine Nachfrage. Wenn wir das als Fraktionsveranstaltung machen, dann ist die Partei an der Stelle aber auch raus. Ja. Das wäre so noch von meiner Warte. Die Partei ist bei uns hier raus. Ja, eben ja nicht. Ne? Also von daher, ne, weil das ja... Hinsehen. Ja, danke. Dann... Also die Partei kann ja durchaus als Diskussionsteilnehmer auf dem Podium weiterhin sitzen. Die ist halt nur als Veranstalter raus. Also nicht, dass wir über unterschiedliche Dinge sprechen. Also wir können Martin Sonneborn oder Marc Benecke oder sowas einladen. Fände ich schon spannend. Moni.
Also wenn ich das richtig verstehe, ist das eigentlich eine Entscheidung, die der Vorstand treffen kann, die Fraktion genau, nicht treffen genau, muss. Genau, dann würde ich vorschlagen, entweder macht der Vorstand das intern oder wenn wir das entscheiden müssen, dann brauche ich die Kondition. Dann muss ich wissen, wie viel Geld kostet das. Also dann, ne, mir ist das egal. Nur lass es uns einfach dahin schieben, wo es hingehört, anstatt hier jetzt rumzudiskutieren und ja. Ja, das Transparent ist roundabout 1500 Euro und das können wir als Vorstand auch alleine entscheiden. Ja, insofern tut es doch einfach. Ist ja jetzt so auch mehr so als Info, dass es diese TTIP-Veranstaltung gibt. Okay, wir machen das. Dann gibt es einen weiteren Punkt, sonstiges. Infos zu Status-Enquete-Antrag. Frank? Ja, das ist jetzt nur, damit es gleich nicht so überraschend kommt. Ich wollte nur eine E-Mail ankündigen, die jetzt gleich rumgeschickt wird. Ich habe mich gestern noch mal, haben uns getroffen hier mit Oliver und darüber gesprochen. Wir schicken gleich eine E-Mail rum, wo es dann einige Sachen zu lesen gibt, damit ihr dann alle informiert seid, wie der Stand der Dinge ist. Entschuldigung, bin ich zu leise? Nee, aber das war... Alles klar. Da steht Info zum Status-Enquete-Antrag. Und ich wollte damit, weil ich das gerade erst reingeschrieben habe, nur eine, wirklich einfach eine E-Mail ankündigen, damit die jetzt gleich nicht so überraschend kommt. Ne? So, okay. Ja. Mehr nicht, Frage. Jetzt sind wir vorbereitet und erschrecken uns nicht, wenn wir mal eine E-Mail bekommen. Finde ich total gut. Ja, Daniel? Ja, ich kann diesen TTIP-Punkt nochmal gerade kapern. Es gibt am 12. April eine große Demo, Stop-Watching-Demo mal wieder. Und da würde ich bitten, dass vielleicht möglichst viele oder einige da kommen. Es gibt auch Redeslots gegebenenfalls. Das ist praktisch das erste Wochenende, Samstag vom ersten Wochenende von den Osterferien, was in meinem Fall leider bedeutet, dass ich nicht kann, weil ich mit meinen Kindern unterwegs bin. Aber nichtsdestotrotz würde ich mich halt freuen, wenn das möglichst viele Leute unterstützen. Frank? Ich könnte noch kurz anfügen, dass die in Köln stattfindet. Ja. Entschuldigung. So, Toso? Ja. Ja, genau, das ist quasi der Aufschlag. Soweit ich weiß, sind international für den 19. Diverse Demos geplant in Hauptstädten. Inwieweit sich NRW da jetzt dran beteiligt, ist auf der ACTA-Liste, wo das Ganze übrigens diskutiert wird, noch nicht zu Ende diskutiert. Finde ich sehr spannend, genau diese Liste dazu wieder zu packen. Passt so schön. Ist im Endeffekt echt eine Zombie-Geschichte, Wiedergänger. Grumpy? Trotzdem soll man dann der Hinweis erlaubt, es gibt eine neue TTIP-Liste, ne? Das weißt du auch. Ja, ja, aber ich finde es großartig, dass es erstmal über die ACTA-Liste kam. Bevor wir dann in die Pause gehen, möchte der Ingo noch was sagen. Du hattest doch. Ja, dann erst der Daniel und dann der. Weil er möchte das letzte Wort. Ich will einfach nochmal anschließen an den Aufruf gerade von Daniel auch zu der Demo. Zum einen in Frage stellen, ob wir das nicht auch zum Beispiel bewerbend an der einen oder anderen Stelle begleiten können. Ich weiß, dass die Lara in Franks Büros ja auch noch einige Plakate, Flyer und so weiter und so fort hat. Wäre halt schon schön, wenn das eine etwas größere Nummer da wird. Und ich glaube, das entspricht ja durchaus so unseren Kernthemen der Partei. Also man weiß ja nie, wo es hingeht, aber ich schätze, dass es momentan zumindest irgendwie Konsens. Also nicht nur der Aufruf, dass wir hingehen, sondern dass wir eben versuchen, möglichst viele Leute dafür zu mobilisieren. Und das sollten wir halt jetzt tun, weil das ist nicht mehr ganz so lange. Frank? Ja, vielen Dank, Daniel. Es gibt sogar ein kleines Banner, was man auf die Homepage packen könnte. Wäre auch eine coole Möglichkeit, fände ich cool, wenn sich die Fraktion dazu entschließen könnte, das zu unterstützen. Ist das ein Antrag? Das war ein Antrag, ja. Daniel hat, glaube ich, den Antrag gestellt, also ich unterstütze ihn. Möchte die Fraktion... Entschuldigung. Ich nehme das als Beschluss auf. Ja, und, das ist kein Widerstand, alles gut.
So, dann nochmal der Ingo. Nochmal ist gut. Ja. Ich wollte nur nochmal daran erinnern, dass ihr mir beim Rausgeben bitte die Texte zurückgebt, die ich euch eben auf den Schreibtisch gelegt habe, weil dann kann die Plenarübersicht raus. Vielen Dank. Ich habe keinen Antrag eingereicht. So. Das wollte ich sagen, ja. So, wir haben alle öffentlichen Teile abgeschlossen, gehen jetzt in die Pause bis 11.25 Uhr. Wir werden nach der Pause nicht mehr öffentlich sein, weil wir nur noch nicht öffentliche Sachen zu besprechen haben. In diesem Sinne Personalangelegenheiten. Tschüss. Ja.